Okay, Kinder, es ist Zeit, einige Pflichten zu erledigen. Beendet sie und ihr könnt euch für den Rest des Tages frei fühlen. Aha. Bitte mach dein Bett. In einer Minute. Und mach dein Zimmer sauber. In einer Sekunde. Bitte trocknet das Geschirr ab. In einer Minute. Und Hausaufgaben. Muss das sein? Hast du dein Bett gemacht? In einer Minute. Ist dein Zimmer sauber? In einer Sekunde. Das Geschirr abgetrocknet? In einer Minute. Und Hausaufgaben? Muss das sein? Schau, deine Freunde sind zum Spielen hier. Doch ihr könnt jetzt nicht einfach gehen, denn ihr habt euer Zimmer nicht sauber gemacht und ihr habt euer Bett nicht gemacht. Oh nein! Und ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht. Wir sind dabei! Und auch nicht das Geschirr. Also los! Ist das Bett gemacht? Jetzt ist's okay. Euer Zimmer geputzt? Ja, es glänzt. Das Geschirr getrocknet? Ist alles erledigt? Hausaufgaben? Ja, alles gut. Jetzt ist eure Arbeit getan. Nun sind Spaß und Freude dran. Halt, wirf das Papier nicht weg. Warum nicht? Vielleicht wird mal ein Buch daraus. Echt? Ein Eierkarton, eine Müsli-Box. Wow! Ein Magazin oder Countertop. Hey, wirf diese Flasche nicht weg. Warum nicht? Sie könnte mal ein T-Shirt sein. Unmöglich! Ein Rucksackjacke oder Flagge. Wow! Oder ein Schlafsack. Recycling! Du singst Recycling. Papier, Metall, Plastik und Glas kommt bei uns nicht in den Müll. Recycling, oh ja, Recycling, yeah. Durch Recycling, wie ich mich freu, wird was Altes wieder neu. Hey, wirf diese Dose nicht weg. Oh nein! Das könnte mal eine Schaukel sein. Echt? Ein Rad oder sogar ein Auto. Wow! Ein Kühlschrank, Flugzeugteil. Wirf diesen Karton nicht weg. Warum nicht? Es könnte mal ein Puzzle sein. Glaub ich nicht. Spielkarten oder ein Stift. Also behalte ihn. Wow! Recycling! Du singst Recycling. Papier, Metall, Plastik und Glas kommt bei uns nicht in den Müll. Recycling, oh ja, Recycling, yeah. Durch Recycling, wie ich mich freu, wird was Altes wieder neu. Bleibt weg von diesen Deponien. Denn kein echter Recycling-Fan macht aus der Erde einen Haufen Müll. Oh ja. Das ist so cool. Recycling. Du singst Recycling. Papier, Metall, Plastik und Glas
kommt bei uns nicht in den Müll. Recycling, oh yeah, Recycling. Durch Recycling, wie ich mich freu, wird was Altes wieder neu. Wird was Altes wieder neu. Recycling. Wirf's nicht auf den Boden, schon gar nicht auf die Erde. Lass es nicht auf dem Tisch, wenn niemand hinsieht. Nein, wirf es in die Abfallbox. Wirf es in die Abfallbox. Unser Planet soll sauber sein. Ich weiß, ihr wisst, was ich mein. Macht keinen Dreck im Haus und auch nicht in der Schule. Helft mit, den Hof zu pflegen und den Park und den Pool. Hey, wirf es in die Abfallbox. Wirf es in die Abfallbox. Unser Planet soll sauber sein. Ich weiß, ihr wisst, was ich mein. Handypapier, Eis am Stiel, leere Tüten, Potato Chips, Juicy Box, ne Kaffeetasse. Nehmt es mit. Wirft nichts in den Fluss, ins Meer oder den See, in Bach oder Teich, das wäre ganz verkehrt. Ey, wirf es in die Abfallbox, wirf es in die Abfallbox. Unser Planet soll sauber sein. Ich weiß, ihr wisst, was ich mein. Wirf es in die Abfallbox. Wirf es in die Abfallbox. Unser Planet soll sauber sein. Ich weiß, ihr wisst, was ich mein. Unser Planet soll sauber sein. Ich weiß, ihr wisst, was ich mein. Juhu! Wir machen heute etwas wirklich total Aufregendes. Schnappt euch eure Stiefel, euer Gepäck, denn wir gehen heute auf Abenteuertour. One, two, three, four. Hol deine Wanderstiefel, heute gehen wir aus. Hol den wasserdichten Rucksack, dann sind wir schon raus. Achte drauf, wie viel du mitnimmst, wir gehen ohne Bike. Was wir heute machen, eine Wanderung zu zweit. Wir steigen in die Berge, weit weg von dieser Stadt. Den ganzen Weg hinauf und wieder hinab. Ein langer Weg, den wir gehen wollen. Und ein langer Weg nach Haus, doch deshalb lieben wir ihn so. Sieh die fernen Hügel, die Brise in deinem Haar. Wandern befreit, denn du kannst gehen, wohin du willst. Darfst dich nicht verlaufen, bring die Karte mit. Und bist du müde, geh ins Zelt und ruh dich etwas aus. Wir steigen in die Berge, weit weg von dieser Stadt. Den ganzen Weg hinauf und wieder hinab. Ein langer Weg, den wir gehen wollen. Und ein langer Weg nach Haus, doch deshalb lieben wir ihn so. Wir gehen, wo es geht. Wir gehen höher, höher, höher. Wir gehen höher, höher, höher. Wir steigen in die Berge, weit weg von dieser Stadt. Den ganzen Weg hinauf und wieder hinab. Ein langer Weg, den wir gehen wollen. Und ein langer Weg nach Haus, doch deshalb lieben wir ihn so. Hey Dad, erzähl uns von deiner Reise zum Dschungel. Bist du in den Dschungel gegangen? Was hast du gesehen? Hast du Tiere gesehen? Spaziergang im Dschungel. Was habe ich erfahren?
ein winziger Laubfrosch blinzelte mich an. Ich sagte, hey. Er sagte, Ribbit. So chatteten wir für eine Minute. Da spuckte sie plötzlich eine Zikade aus und verschwand man lickety-splicket. Spaziergang im Dschungel, Spaziergang im Dschungel, Spaziergang im Dschungel, wie viele Geschöpfe es gibt. Streifen durch den Dschungel, was hab ich gesehen? Schimpansen, eine ganze Familie. Ich sagte Hi, sie sagten Hu-Hu. Ich gab ihnen Beeren, sie sagten Thank you. Schwestern, Tanten, Onkel und Brüder legten sich zum Lausen nieder. Streifen durch den Dschungel, Streifen durch den Dschungel, Streifen durch den Dschungel, wie viele Geschöpfe es gibt. Den Teich umrundend begann ich zu lachen. Ich sah Elefanten, die nahmen ein Bad. Mama sprühte Wasser auf ihren Skalp. Sie spielten Trompete, Pitch und Plansch. Schaut, ich habe Fotos gemacht. Nichts ist wie badende Elefanten. Planschen im Dschungel, Planschen im Dschungel, Planschen im Dschungel, wie viele Geschöpfe es gibt. Ich kroch beim Fluss durch den Dschungel und fand einen hungrigen Alligator im Sand. Er sah mich und ich machte mich unsichtbar, gerade noch rechtzeitig. Verwundert kroch er durch den Sand, aus dem sein Opfer verschwand. Kriechend im Dschungel, kriechend im Dschungel, kriechend im Dschungel, wie viele Geschöpfe es gibt. Schau, Löwen, Schlangen, Nilpferde. Schaut, Giraffen, Paviane, Erdferkel. Sagt mir, Kinder, war euch bekannt von all diesen Wesen in diesem Land? Tanzen im Dschungel, tanzen im Dschungel, tanzen im Dschungel, wie viele Geschöpfe es gibt. Tanzen im Dschungel, tanzen im Dschungel, tanzen im Dschungel, wie viele Geschöpfe es gibt. Tanzen im Dschungel, tanzen im Dschungel, tanzen im Dschungel, wie viele Geschöpfe es gibt. Hallo Leute, was ist los? Absolut nichts ist los. Ich sollte heute zu einem Picknick gehen. Meine Freunde und ich sollten heute Fußball auf dem Schulhof spielen. Wir wollten heute auf den Spielplatz gehen. Ich habe eine Idee. Machen wir eine Scavenger-Jagd. Was ist das? Erst machst du eine Liste aller Dinge im Haus. Du musst sie alle finden. Du packst sie in eine Tüte und bringst alles zurück, kurz bevor die Zeit abläuft. Könnt ihr das machen? Ja! Okay! Die Liste ist schon unterwegs. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd. Los, Beeilung, los und lauf, lauf, lauf. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd. Das macht so viel Spaß. Wo finde ich was zu schreiben? Wie wär's mit einem Gummiband? Die sind in der Schublade, ich hab sie gesehen, in der Nähe vom Gummibaum. Hast du gefunden? Ja! Okay, nun nimm die Liste, mach dich auf den Weg. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd. Los, Beeilung, los und lauf, lauf, lauf. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd, das macht so viel Spaß. Wo sind die Taschentücher im Badezimmer? Schaut, ich hab die Bürste und den Kamm gesehen. Wo gibt es hier ein Geschirrtuch? In der Küche. Wir haben so viel Spaß zu Haus. Thank you.
Gurke, Pfefferminz, Kaugummi, sieht aus, als hätten wir's geschafft. Alles ist im Sack, jetzt bringen wir's zurück, aber schnell, denn die Zeit wird knapp. Ihr seid unglaublich. Danke. Und schlau. Bald feiern wir eine Pizza-Party. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd. Los, beeilung, los und lauf, lauf, lauf. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd. Das macht so viel Spaß. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd. Los, beeilung, los und lauf, lauf, lauf. Scavenger-Jagd, Scavenger-Jagd. Das macht so viel Spaß. Können wir das Ganze nochmal machen? Warum nicht? Ja! Come on, get up. Hey, Couch Potato, halb im Schlaf. Schaut ihr auf den Fernsehschirm? Lasst uns aufstehen, uns bewegen, alle Müdigkeit beiseite fegen. Training ist kein harter Job, so lasst uns also tanzen. Nimm meine Hand und schau mir zu, dann lernst du es im Nu. Doch du brauchst Training, bring dein Blut in Wallung. Training, und du fühlst dich gut, du hast ein Lächeln drauf. Denn du kommst in Fahrt. Das macht Freude in der ganzen Nachbarschaft. Tanz den Hassel, spiel mit den Muskeln, es pumpt das Herz hart am Schmerz. Geh hinaus in die Sonne, tanz voller Wonne. Jumping Jacks reihen sich auf, siehst du dein Lächeln immer gut drauf. Deine Augen funkeln, wenn du trainierst. Doch du brauchst Training, bring dein Blut in Wallung. Training. Und du fühlst dich gut, du hast ein Lächeln drauf. Denn du kommst in Fahrt, das macht Freude in der ganzen Nachbarschaft. Spring das Seil, reite das Bike, erreiche den Pass, halt den Daumen raus, führ den Hund aus, geh schwimmen. Was immer du tust, du wirst gewinnen. Doch du brauchst Training für Muskeln und für Knochen. Training, und du fühlst dich gut, du hast ein Lächeln drauf. Du spielst immer länger, voller Energie für deinen neuen Plan. Training, bring dein Blut in Wallung. Training, und du fühlst dich gut, du hast ein Lächeln drauf. Denn du kommst in Fahrt, das macht Freude in der ganzen Nachbarschaft. Training. 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 Das macht Freude in der ganzen Nachbarschaft. Training, Training, Training. Rot, Orange, Gelb und Grün und Blau, Indigo und Violett. Rot, Orange, Gelb und Grün und Blau, Indigo und Violett. Dies sind die Regenbogenfarben, die Regenbogenfarben. Licht schafft die Regenbogenfarben, die Regenbogenfarbenwelt. Rot, wie ein Apfel und Tomate, Orange, wie ein dicker, runder Kürbis, Gelb, wie Sonne, Limonade, das ist eine Farbenkraft. Und Rot, Orange, Gelb und Grün und Blau, Indigo und Violett. Rot, Orange, Gelb und Grün und Blau, Indigo und Violett.
Dies sind die Regenbogenfarben, die Regenbogenfarben. Licht schafft die Regenbogenfarben, die Regenbogenfarbenswelt. Grün, wie Gras und Bäume, blau, wie Ozean und Himmel, Indigo, so wie deine Jeans, violett, Sonnenuntergang, rot, orange, gelb und grün und blau, Indigo und violett. Rot, orange, gelb und grün und blau, Indigo und violett. Dies sind die Regenbogenfarben, die Regenbogenfarben. Licht schafft die Regenbogenfarben, die Regenbogenfarbenwelt. Dies sind die Regenbogenfarben, die Regenbogenfarben. Licht schafft die Regenbogenfarben, die Regenbogenfarbenwelt. Mama, kann ich heute zu Sarah Walkers gleich nach der Schule gehen? Ich komm zurück rechtzeitig zum Dinner. Mom, wäre das okay? Ich würde gern sagen, ja. Doch, wie sieht dein Zimmer aus? Mom, bitte. Nein. Nächstes Mal räum dein Zimmer auf. Okay, Mom, okay. Mama, wollen wir zum Spielplatz gehen? Die Sonne scheint. Wir werden schaukeln und im Sand spielen. Mom, ist das okay? Du kannst nicht gehen. Nicht ganz allein. Oh, Mom, bitte. Ich gehe aber jetzt mit euch zum Spielplatz. Versichert euch, dass ihr alles habt. Ja, danke, Mom. Mama, ich will Eiscreme haben. Ich will dieses Spiel. Ich will dieses runde Baby. Gib mir, was ich will. Mama, können wir zu Jackies Party heute Abend um 6? Unsere Zimmer sind sauber, Hausaufgaben fertig. Mama, ist das okay? Ja! Yay! Danke, Mom! Freunde, seid ihr bereit für ein Fußballspiel? Halt den Ball in der Hand, lass ihn springen, springen. Kick den Ball auf dem Boden, kick, kick, kick. Roll den Ball rundherum, roll, roll, roll. Schieß ihn durch die Torpfosten, Tor, Tor, Tor. Das ist Fußball. Fußball, yeah, das ist Fußball. Fußball, yeah. Komm, wir gehen zum Fußballplatz. Dem größten in der Stadt, dem größten in der Stadt. Wir ziehen unsere Fußballsachen an und wir feuern unsere Mannschaft an. Das ist Fußball. Fußball, yeah, das ist Fußball. Fußball, yeah. Halt den Ball in der Hand, lass ihn springen, springen. Kick den Ball auf dem Boden, kick, kick, kick. Roll den Ball rundherum, roll, roll, roll. Schieß ihn durch die Torpfosten, Tor, Tor, Tor. Das ist Fußball. Fußball, yeah, das ist Fußball. Fußball, yeah. Wir lernen die Bedeutung von Swing and Swerve. Den Gegner mit einer Kurve täuschen. Kreuzt sie aus, einen nach dem anderen. Egal, ob du kurz bist oder lang. Das ist Fußball. Fußball, yeah, das ist Fußball. Fußball, yeah. Spring, spring, spring.
Kick, kick, kick. Halt den Ball in der Hand, lass ihn springen, springen. Kick den Ball auf dem Boden, kick, kick, kick. Roll den Ball rundherum, roll, roll, roll. Schieß ihn durch die Torpfosten, Tor, Tor, Tor. Das ist Fußball. Fußball, yeah, das ist Fußball. Fußball, yeah. Rabadabdab, zu zweit in der Wanne. Wir lieben ihn alle, den Badezeiten-Club. Scrabadabdab, in der Wanne. Wir lieben ihn alle, den Badezeiten-Club. Plitschen, plitschi, platsch. Blubber, blubber, batsch. Gummiente schwimmt. Pinguine hinterher, hey. Mami, schau uns an. Matrosen auf hoher See, in dem roten Boot, schaukeln wir hin und her. Rabadabdab, zu zweit in der Wanne, wir lieben ihn alle, den Badezeiten-Club. Scrabadabdab, in der Wanne, wir lieben ihn alle, den Badezeiten-Club. Im U-Boot fahren wir, draußen sprüht die Gischt. Hoch, hoch das Periskop, wir brauchen gute Sicht. Rabadabdab, zu zweit in der Wanne, wir lieben ihn alle, den Badezeiten-Club. Scrabadabdab, in der Wanne, wir lieben ihn alle, den Badezeiten-Club. Mami trocknet uns ab mit dem weichen Tuch. Jetzt ist Geschichtenzeit. Wir gehen ins Bett und wir sind zur Wahrheit. Rabadabdab, zu zweit in der Wanne. Wir lieben ihn alle, den Badezeiten-Club. Scrabadabdab, in der Wanne. Wir lieben ihn alle, den Badezeiten-Club. Rabadabdab, zu zweit in der Wanne, wir lieben ihn alle, den Badezeiten-Club. Scrabadabdab, in der Wanne, wir lieben ihn alle, den Badezeiten-Club. Kennt ihr schon den Muffinmann, den Muffinmann, den Muffinmann? Kennt ihr schon den Muffinmann? Er wohnt in der Drury Lane. Sagt Hallo zum Muffinmann, zum Muffinmann, zum Muffinmann. Sagt Hallo zum Muffinmann, der leckere Muffins backen kann. Kennt ihr schon den Pizzamann, den Pizzamann, den Pizzamann? Kennt ihr schon den Pizzamann? Er wohnt in der Drury Lane. Sagt Hallo zum Pizzamann, zum Pizzamann, zum Pizzamann. Sagt Hallo zum Pizzamann, bei ihm gibt's Pizza umsonst. Kennt ihr schon den Eiscreammann, den Eiscreammann, den Eiscreammann? Kennt ihr schon den Eiscreammann? Er wohnt in der Drury Lane. Sagt Hallo zum Eiscreammann, zum Eiscreammann, zum Eiscreammann. Sagt Hallo zum Eiscreammann, wie das so einfach machen kann. Kennt ihr schon den Bäckermann, den Bäckermann, den Bäckermann? Kennt ihr schon den Bäckermann? Er wohnt in der Drury Lane. Sagt Hallo zum Bäckermann, zum Bäckermann, zum Bäckermann. Sagt Hallo zum Bäckermann, seine Kuchen sind die besten. Danke Freunde der Drury Lane, Drury Lane, Drury Lane. Danke Freunde der Drury Lane, es hat uns Spaß gemacht. Lasst uns lernen, wie wir uns morgens vorbereiten.
Dies ist die Art, wie wir die Zähne putzen, Zähne putzen, Zähne putzen. Dies ist die Art, wie wir die Zähne putzen, morgens in der Früh. Putz, putz, putz. Putz, putz, putz. Wir waschen das Gesicht auf diese Art, diese Art, diese Art. Wir waschen das Gesicht auf diese Art, morgens in der Früh. Wasch, wisch, wasch. Wasch, wisch, wasch. Auf diese Art ziehen wir uns an, wir uns an, wir uns an. Auf diese Art ziehen wir uns an, morgens in der Früh. Zieh, zieh an, zieh, zieh an. So machen wir das Lunchpaket, Lunchpaket, Lunchpaket. So machen wir das Lunchpaket, morgens in der Früh. Pack, 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 pack. Dies ist die Art, wie wir zur Schule gehen, Schule gehen, Schule gehen. Dies ist die Art, wie wir zur Schule gehen, morgens in der Früh. Und noch einmal. Dies ist die Art, wie wir zur Schule gehen, Schule gehen, Schule gehen. Dies ist die Art, wie wir zur Schule gehen, morgens in der Früh. Schule, Schule, Schule. Schule macht Spaß. Lieber Daddy, lieber Daddy, wo bist du? Hier bin ich, hallo, juhu. Liebe Mami, wo bist du? Hier bin ich, neben deinem Schuh. Liebe Schwester, wo bist du? Hier bin ich, ganz nah bei dir. Was sollen wir sagen? Sag einfach Hi, Hi, Hi. Wir gehen in den Zoo, schon der Gedanke macht uns froh. Wir spielen den ganzen Tag, ich und Mom und Dad und du. Oh Daddy, sprich mein Kind. Oh Mami, sprich mein Kind. Wenn wir Frau Giraffe treffen, was sollen wir sagen? Sag einfach Hi, Hi, Hi. Wir gehen in den Zoo, schon der Gedanke macht uns froh. Wir spielen den ganzen Tag, ich und Mom und Dad und du.
mein Kind. Oh, Mami. Sprich, mein Kind. Wenn wir all die Hirsche treffen, was sollen wir sagen? Sag einfach hi, hi, hi. Wir gehen in den Zoo, schon der Gedanke macht uns froh. Wir spielen den ganzen Tag, ich und Mom und Dad und du. Oh, Daddy. Sprich, mein Kind. Oh, Mami. Sprich, mein Kind. Wenn wir Frau Elefant treffen, was sollen wir sagen? Sag einfach hi, hi, hi. Wir gehen in den Zoo, schon der Gedanke macht uns froh. Wir spielen den ganzen Tag, ich und Mom und Dad und du. Oh, Daddy. Sprich, mein Kind. Oh, Mami. Sprich, mein Kind. Wenn wir all die Affen treffen, was sollen wir sagen? Sag einfach hi, hi, hi. Wir gehen in den Zoo, schon der Gedanke macht uns froh. Wir spielen den ganzen Tag, ich und Mom und Dad und du. Hast du einen Keks? Nein. Hast du einen Burger? Nein. Hast du eine Pizza? Nein. Hast du einen Shake? Nein, 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 nein. Mami, 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 sieh, mein Magen ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Mami, 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 sieh, mein Magen ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Hast du ein? Nein. 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 Hast du ein? Nein, 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 nein. Hast du einen Kuchen? Nein. Nimm etwas Milch und einen Löffel Zucker. Tu es in den Mixer und nein, nein, nein. Nimm eine Scheibe Brot, Marmelade drauf, eine Schicht Käse. Nein, 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 nein. Mami, 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 sieh, mein Magen ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Mami, 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 sieh, mein Magen ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Hast du ein? Nein. 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 Hast du ein? Nein, 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 nein. Mam, Mam, Mam. Magen, Magen, Magen. Leer, leer, leer. Yam, yam, yam. Du hast mich aufgeweckt, unter die Dusche gesteckt, mich in die Schule geschickt, Stunde um Stunde. Mich zum Schulbus gebracht, nie gab es einen Streit. Die Lektion hab ich gelernt, mein Zimmer ist blitzblank. Hausaufgaben sind gemacht, hab das ABC geschrieben, alle Sachen sind verpackt, so wie du gesagt hast. Mami, 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 sieh, mein Magen ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Mami, 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 sieh, mein Magen ist ganz leer, das ist nicht zu ertragen. Hast du ein? Nein. 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 Hast du ein? Nein, nein, nein. Hast du Spinat? Ich möchte nicht mein Zimmer aufräumen. Ich möchte nicht früh aufstehen. Ich möchte meine Zähne nicht putzen oder baden gehen oder schlafen gehen. Ich möchte einfach Fernsehen schauen. Und ich möchte Eiscreme essen. Ich möchte gerne Spiele spielen und verstecken. Und Simon sagt: Ich möchte nicht, ich möchte nicht, nein, auf keinen Fall. Ich werde nicht, nein, nicht heute. Hey!
mein Essen einpacken. Ich möchte nicht meine Hausaufgaben machen. Ich möchte nicht zur Schule gehen oder in die Klasse oder ein Buch lesen. Ich möchte einfach sitzen und träumen oder zum Mars oder Venus reisen. Ich möchte gern so tun, als ob ich fliegen könnte wie Vögel in den Wolken. Ich möchte nicht, nein, auf keinen Fall. Ich werde nicht, nein, nicht heute. Was? Oh nein! Ich möchte nicht mein Spielzeug teilen. Ich möchte keinen Babysitter. Ich möchte mein Gesicht nicht waschen oder Gemüse essen oder meine Haare kämmen. Ich möchte meinen Freunden schreiben. Ich möchte meine Lieblingsmusik hören. Ich möchte in den Freizeitpark und dort auf der Achterbahn fahren. Ich möchte nicht, nein, auf keinen Fall. Ich werde nicht, nein, nicht heute. Also, wollt ihr das nicht wieder besser aus euren Köpfen streichen? Sorry, Mama, sorry, Papa. Wir werden versuchen, das zu tun, was ihr uns sagt. Kommt her, wir werden euch jetzt ins Bett bringen. Morgen ist wieder Schule. Johnny, nimm kein Spielzeug in den Mund. Wow, dieses Zugset ist so cool. Ich wünschte, wir wären klein genug, um mit dem Zug zu fahren. Ja, ich auch. Nun, worauf warten wir? Was meinst du? Los geht's! Sieh den kleinen Chuchu-Zug den kleinen Bahnhof verlassen. Sieh den kleinen Häuser alle in eine Reihe. Sieh den Schaffner, der an der Pfeife zieht. Tut, 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 auf geht's! Sieh den kleinen Chuchu-Zug durch die Berge tuckern. Sieh den kleinen Schornstein, puff, puff, puff. Sieh den kleinen Chuchu-Zug auf die Kreuzung kommen. Tut, 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 kommen wir! Sieh den kleinen Chuchu-Zug, der durch den Wald tuckert. Sieh den kleinen Ziegenbock, der auf dem Gleis steht. Sieh, wie der Schaffner die Glocke läutet, um ihn zu warnen. Ding, 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 spring lieber zurück! Sieh den kleinen Chuchu-Zug, der in einem Tunnel fährt. Ich kann den Chuchu-Zug nicht sehen, alles ist schwarz. Warte mal, sieh dir das an, es wird wieder heller. Tut, 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 der Chuchu-Zug ist zurück! Yay! Sieh den kleinen Chuchu-Zug, sieh die glücklichen Menschen. Alle winken. Hallo, hallo, hallo. Sieh den kleinen Chuchu-Zug, jetzt fährt es weg. Alle winken. Tut, tut, tut. Essen wir unser Essen.
wirst du bald fertig. So essen wir unser Essen. Johnny, Johnny, nicht auf dem Kopf. So essen wir unser Essen nicht. Werden wir ihn jemals füttern? So essen wir unser Essen nicht. Johnny, Johnny, mach den Mund auf. So essen wir unser Essen. Lass deinen Brei direkt hinein. So essen wir unser Essen. Johnny, Johnny, nicht in dein Ohr. So essen wir unser Essen nicht. Dein Mund ist zum Essen und deine Ohren zum Hören. So essen wir unser Essen nicht. Versuch's nochmal, Johnny. Johnny, Johnny, kau, kau, kau. So essen wir unser Essen. Genau so wie Noah und Gigi. So essen wir unser Essen. Johnny, Johnny, schluck es runter. So essen wir unser Essen. Wenn du fertig bist, kannst du runterklettern. So essen wir unser Essen. Johnny, Johnny, du bist fertig. So haben wir unser Essen gegessen. Abendessen macht so viel Spaß. So haben wir unser Essen gegessen. So haben wir unser Essen gegessen. Hey Hagi, wolltest du schon mal lernen, wie man schwimmt? Ja, lass uns Mama und Papa fragen. Komm, wir gehen jetzt in den Swimmingpool. Bringt ihr uns das Schwimmen bei? Ja, das wäre cool. Erst lernen wir zu treiben, liegen auf dem Rücken. Wie ein Boot treiben wir. Toll, du hast es raus. Yeah! Schwimmen, schwimmen. Halt den Atem an. Unter Wasser. Dann komm wieder hoch. Schau, ich kann Blubberblasen machen. Ich auch, das macht Spaß. Strampel, strampel mit den Beinen auf und ab. Die und auch die Zehen. Gut gemacht, du weißt, wie es geht. Los, beweg die Arme vorwärts und zurück. Ellenbogen hoch und runter. Kinder, ihr seid jetzt Schwimmer. Schwimmen, schwimmen in dem Swimmingpool. Herzlichen Glückwunsch, ihr seht wirklich cool aus. Danke. Das macht so viel Spaß. Mache ich das so richtig? Sehr gut, ja. Lasst uns sehen, wie weit wir kommen. Ganz um den Pool. Das ist toll. Schwimmen, schwimmen in dem Swimmingpool. Herzlichen Glückwunsch, ihr seht wirklich cool aus. Ja, Schwimmen ist wirklich klasse. Wir gehen auf den Spielplatz. Wir gehen auf den Spielplatz. Zum Rennen und Springen und Lachen und Wippen und Spielen. Wir gehen auf den Spielplatz. Wir gehen auf den Spielplatz. Wir machen einen Familientag. Kommt schon, Leute, lasst uns schaukeln gehen. Zurück und vor und zurück und vor. Schneller, Papa! Es fühlt sich an wie Fliegen, wenn man auf der Schaukel ist. Lasst uns probieren, den Himmel zu berühren.
und runter. Juhu! Mein Bauch fühlt sich lustig an auf der Schaukel, als würde man mich kitzeln von Kopf bis zu den Zehen. Wir gehen auf den Spielplatz, wir gehen auf den Spielplatz, zum Rennen und Springen und Lachen und Wippen und Spielen. Wir gehen auf den Spielplatz, wir gehen auf den Spielplatz, wir machen einen Familientag. Wollen wir vielleicht mit dem Karussell fahren? Ja! Rundherum und rundherum, juhu! Mir wird ein bisschen schlecht auf dem Karussell, aber ich will trotzdem nochmal fahren. Lasst uns klettern auf dem Seilnetz, gerade hoch oder auch über Kopf. Ich fühl mich wie ein Spinne auf dem Seilnetz. Pass auf, dass die Füße den Boden nicht berühren. Wir gehen auf den Spielplatz, wir gehen auf den Spielplatz, zum Rennen und Springen und Lachen und Wippen und Spielen. Wir gehen auf den Spielplatz, wir gehen auf den Spielplatz, wir machen einen Familientag. Wir machen einen Familientag. Machen das schnell sauber. Blumentöpfe kann man ersetzen, doch dich nicht, meine Prinzessin. Ich liebe dich und das wird immer so sein. Jeden Tag lieb ich dich immer mehr und mehr. Ihr seht so traurig aus. Hast du schon mal Mama und Papa nach etwas gefragt, was du unbedingt haben wolltest? Es schaut so aus, als könnten sie nur Nein sagen. Ich glaube, wir können helfen.
wir etwas haben wollen, sagen Mama und Papa nein. Wir zeigen euch, wie man ein Ja bekommt. So macht man das richtig. Wie? Tu so, als wärst du sie. Lauf in ihren Schuhen. Stell dir vor, was sie denken und fühlen und was sie für dich wollen. Wenn du das erstmal verstanden hast, dann stell deine Frage. Frag nach Weintrauben anstatt nach Kuchen. Ich wette, sie sagen ja. Mama, kann ich Karotten haben? Ja. Papa, kann ich Käse kriegen? Ja. Mama, krieg ich einen Apfel? Ja. Und Blaubeeren bitte? Ja. 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 Tagaufgaben räumen das Zimmer auf. Ich wette, dass ihr das könnt. Wenn ihr fragt, ob ihr spielen könnt, natürlich sagen sie ja. Oh, ich hab! Tu so, als wärst du sie. Lauf in ihren Schuhen. Stell dir vor, wie sie fühlen und denken. Sie sind glücklich, wenn wir auch glücklich sind. Genau! Wollt ihr einen Film ansehen, wenn es am Samstag regnet? Macht eure Aufgaben und dann fragt Papa, was denkt ihr, was er sagen wird? Ja! Mama, können wir zu Sammy gehen? Ja! Papa, können wir vielleicht tanzen? Ja! Mama, können wir vielleicht skaten gehen? Ja! Papa, können wir nach Frankreich fahren? Was? Nur Spaß! So bekommt ihr auch ein Ja, das ist nicht wirklich schwer. Ihr wisst jetzt, was Eltern wollen. Ihr seid wirklich schlau. Danke, Gigi, danke nur. Das ist toll. Kein Problem. Hat Spaß. Magst du Dein Gemüse, magst du dein Gemüse? Es schmeckt so frisch und gut. Ja, ich mag mein Gemüse. Ja, ich mag mein Gemüse, wie es jeder sollte. Welche Farbe hat dein Lieblingsgemüse, Hagi? Mein Lieblingsgemüse ist grün, das grünste Grün, du hast je gesehen. Mein Lieblingsgemüse ist grün. Und welches ist das? Die Brokkoli und Erbsen. Möchtest du mehr? Oh ja, ja bitte! Und Gurken und Sellerie. Und das Beste nicht vergessen, grüne Bohnen! Und was ist mit dir, Buggy? Mein Lieblingsgemüse ist rot, schönes leuchtendes Rot. Mein Lieblingsgemüse ist rot. Und welches wäre das? Radieschen und Kohl und süße Paprika. Ich mag sie auch. Und als Leckerbissen ein paar Rüben. Kann ich eine haben? Klar, nimm zwei. Hast du eine Lieblingsfarbe für Gemüse, Gigi? Mein Lieblingsgemüse ist gelb, sonnig, fröhlich, schön gelb. Mein Lieblingsgemüse ist gelb und das sind nur ein paar. Gelbe Paprika und gelbe Rüben und Maiskolben, so saftig und süß. Und das, was ich am liebsten mag, Sommerkürbis, ist einfach unschlagbar. Mögen Sie Ihr Gemüse
ihr Gemüse, mögen Sie ihr Gemüse, es schmeckt so frisch und gut. Ja, die mögen unser Gemüse, unser Gemüse, unser Gemüse. Ja, die mögen unser Gemüse, wie es jeder sollte.